Hey, heute zeigen wir dir, wieso du unbedingt das Drop-D-Tuning ausprobieren solltest. Es kann deine Spielweise revolutionieren und neue kreative Möglichkeiten eröffnen. Also, bleib dran und erfahre warum. Okay, also erstmal zur Stimmung an sich. Um das Drop-D-Tuning zu bekommen, musst du die tiefe E-Saite runterstimmen. So weit, bis du beim D angekommen bist. Denk dran, wenn du tiefer stimmst, dass du dann kurz noch ein Stückchen unter dem Ton bist und dann wieder von unten hochstimmst zum D. Und jetzt hast du das Drop-D-Tuning. Und wir kommen auch direkt mal hier zum ersten Vorteil. Du kannst in Drop-D mit nur einem Finger Powerchords greifen. Denn wir nehmen jetzt hier mal als Beispiel diesen Akkord, das wäre ein G-Power-Chord. Normalerweise würden wir den ja so greifen. Aber da dieser Ton jetzt hier zwei Halbtöne tiefer ist, müssen wir zwei Halbtöne höher greifen. Und deshalb hätten wir jetzt hier in nur einem Bund den Power-Chord G. Zudem ist es sehr cool, dass wir natürlich einen tiefen D-Powerchord spielen können. Ansonsten wäre das tiefste D immer das hier gewesen mit Grundton auf der A-Seite. Jetzt können wir einfach die tiefen drei Saiten spielen und hätten einen D-Powerchord. Ja, jetzt kannst du die Power Chords auch noch erweitern und über alle sechs Saiten spielen, indem du erstmal dich für einen Akkord entscheidest. Ich nehme jetzt hier mal das G hier im fünften Bund. Und jetzt kannst du zusätzlich noch mit dem Ringfinger hier den siebten Bund auf der G-Seite spielen und mit dem kleinen Finger den achten Bund auf der B-Seite und den Zeigefinger Barré legen und noch die E-Seite greifen und dann haben wir diesen Akkord. Und den können wir natürlich auch wieder verschieben. Ja, probier auch mal ein paar Zusatztöne zu ergänzen. Die kannst du hier zu den normalen Power Chords mit dazu tun. Also einfach mal zum Beispiel hier den Ringfinger zwei Bünde weiter auf der D-Seite platzieren. Du kannst sogar den kleinen Finger auch noch mit dazu legen auf der G-Seite. Und natürlich eignet sich die Stimmung auch super für eingängige Riffs. Zum Beispiel Everlong von den Foo Fighters. Diesen Song solltest du dir unbedingt mal anschauen. Oder zum Beispiel Killing in the Name of von Rage Against the Machine. Oder Slither von Velvet Revolver. Ja, also wie du merkst, ist das Drop-D-Tuning wirklich sehr, sehr spannend. Du kannst damit neue Ideen entwickeln für Songs, für Riffs. Das Ganze klingt etwas
fetter, sage ich mal, da wir eben das tiefe D mit dabei haben. Und ja, sei auf jeden Fall kreativ und tob dich damit ein bisschen aus. Und schau dir vielleicht mal die Riffs und die Songs an, die ich dir gezeigt habe. Und dann ja, kriegst du auf jeden Fall einen sehr guten Einblick in die Drop-D-Stimmung. Ja, wir hoffen, dass dir das Video gefallen hat. Wenn du Drop D ausprobiert hast, dann lasst uns auf jeden Fall unten in den Kommentaren wissen, wie es bei dir funktioniert und welche Riffs du damit spielst. Vergiss nicht, diesem Video einen Daumen nach oben dazulassen und diesen Kanal zu abonnieren für mehr Gitarren-Tutorials. Und schau auch unbedingt mal in unsere Gitarrenkurse, zum Beispiel in den Rockgitarre-Komplettkurs. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Wir wünschen dir viel Spaß beim Üben und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.